Wir sind hier heute mit Bettina Stark-Watzinger im Paul-Löbe-Haus. Und warum, Frau Stark-Watzinger, ist das einer Ihrer Lieblingsorte? Das ist einer meiner Lieblingsorte, weil hier die ganzen Ausschüsse tagen. Und als Vorsitzende des Finanzausschusses habe ich auch mein Büro hier. Und es ist auch ein tolles Gebäude, weil wir zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Reichstag sind. Also hier, wo wirklich auch Demokratie stattfindet. Und kurz vor Weihnachten gibt es natürlich Traditionen und Rituale. Welches ist denn eines Ihrer liebsten Rituale an Weihnachten? Weihnachten beginnt für mich, wenn in meinem kleinen Dorf, in dem ich wohne, alle aus ihren Häusern kommen und wir dann schon gemeinsam zur Kirche gehen und wir dann alle Weihnachtslieder, die man sich nur vorstellen kann, zusammen schmettern. Dann beginnt Weihnachten. Und wie schaffen Sie es, trotz dieses Trubels irgendwie zur Ruhe zu kommen über die Weihnachtstage? Die Weihnachtstage sind ja die einzigen Tage im Jahr, wirklich die einzigen Tage, an denen man keine E-Mails bekommt. Der erste Weihnachtsfeiertag kommt überhaupt gar keine E-Mail rein und das ist gut und da kommt man zur Ruhe und da schaltet man ab. Haben wir jetzt noch eine kleine weihnachtliche Kurzfragerunde mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Glühwein oder doch heißer Apfelwein? Heißer Apfelwein. Weihnachtsmarkt oder die Schlittschuhbahn? Oh, lieber Weihnachtsmarkt. Ski oder doch das Snowboard? Nein, klassisch, von meinem altersgerecht Ski. Kam früher das Christkind oder der Weihnachtsmann? Bei uns kommt immer das Christkind. Selbstgemachte oder doch gekaufte Geschenke? Also ich möchte es keinem zumuten, meine selbstgemachten Geschenke zu bekommen, deswegen gekaufte. Aber ich freue mich immer über was Selbstgemachtes, weil das zeigt, dass jemand sich Zeit nimmt. Und steht bei Ihnen eher ein bunter oder ein schlichter Weihnachtsbaum? Der Weihnachtsbaum ist nicht ganz bunt, aber er hat ganz, ganz viele Lichter. Es soll strahlen an Weihnachten. Und dann doch noch mal ganz kurz zurück zur Politik. Wird es Ihrer Meinung nach die GroKo an Weihnachten 2020 noch geben? Ja, nachdem die Revolte am Nikolaus' GroKo-Aus ja ausgefallen ist, wird diese große Koalition noch Bestand haben bis nächstes Jahr. Ob es das Ende nächsten Jahres erlebt, ob sie das erlebt, das weiß ich nicht. Und was ist Ihr konkreter politischer Wunsch für das nächste Jahr? Mein politischer Wunsch ist, dass die Große Koalition sich nicht mehr nur mit sich selbst beschäftigt, sondern dass wir endlich wieder gute, zukunftsweisende Politik machen und dass wir vor allen Dingen auch mal an die Mitte dieser Gesellschaft denken, dass wir denen, die ja auch sehr viel beitragen, solidarisch beitragen in unserem Land, dann auch Erleichterung bieten. Hier sind die letzten Stunden angebrochen. Alle Abgeordneten fahren jetzt wieder in ihre Heimatorte. Ich werde auch heute nach Hessen fahren und ich wünsche Ihnen allen wunderschöne Weihnachtstage, viel Zeit für Ihre Familie, für Freunde und für sich und auf ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2020.